Und da sind wir auch schon wieder, Freunde der Sonne. Leider ist nichts auf dem Sofa geworden. Naja gut, was heißt leider, Gott sei Dank. Das heißt, ich kann noch laufen. Ja, und auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen zurück. So, was müssen wir als nächstes machen? Irgendwas mit Stoßen war da, ne? Ja, wir sollen die Kuh stoßen. Ja, okay. Wir müssen nur aufpassen, dass wir immer schön alle Teile finden. Das ist echt megamäßig wichtig. Herzlich willkommen. Fahrstuhlmusik? Fresse! Was? Hä, jetzt müssen wir da wieder rein? Warte. Nee, da rein. Was ist denn hier? Komm, lass einmal reingucken. Nee, hat sich aber nichts verändert. Okay. Hä? Was hast du? Ja, das Scheißteil davon ist das gleich. Ist bei dir die Audio-Nachricht jetzt gerade auch irgendwie abgebrochen? Ja. Okay. Nice. Ach, das Kino hier. Offenbarte einen unentdeckten Planeten, den wir nun als Tauvolantis kennen. Wir hoffen, die Quelle des Signals zu finden und die Energie für uns zu nutzen. Ein Erfolg würde eine bessere Zukunft bedeuten. Für uns alle. Hat man gesehen. Ich verstehe das nicht, warum jeden Scheiß, den man, ich meine, klar muss man ja immer forschen, ne? Das ist ja schon normal, weil durchs Forschen sind wir ja irgendwie groß geworden, kann man ja so sagen. Ich verstehe aber nicht, warum immer, wenn dann etwas kommt, wo man doch schon merkt, dass es uns umbringt. Er schien endlos Energie zu produzieren. Eine wichtige Eigenschaft in unseren rohstoffarmen Zeiten. Warte. Man versuchte, den Marker zu replizieren, in der Hoffnung, seine Technologie zu verstehen und dabei endlos Energie für uns zu generieren. Stellen Sie sich unsere Überraschung vor, als wir entdeckten, dass er keine Energie produzierte, sondern solche empfing, und zwar über Trägerwellen aus den Tiefen des Alls. Die Triangulation dieses Markersignals offenbarte einen unentdeckten Planeten, den wir nun als Tauvolantis kennen. Steht da Lies? Die Quelle des Signals zu finden und die Energie jo, dann steht ein Blut auf den Leinwand, steht Lies geschrieben. Das haben wir auch. Ach hier, Alter. Habe ich vorhin schon aufgenommen. Da klackert schon wieder was, hörst du? Guten Tag, General. Admiral Graves bat mich, Ihnen diese Information zu nicht sagen, aber ich glaube, die ist ein bisschen sehr leichtgläubig. Wer, ich? Ja, dass du da einfach so durchläufst. Vorsicht, hinter dir. So. Ich finde, das haben wir doch wie Meister. Wie die Profis. Gemeistert. Dran, die Sachen mitzunehmen, ne? Ich mach schon. Eins. Hier müssen wir auch durch, ne? Jo. Ja gut, die krieg ich nicht hier mit den Dornen, schade, egal. Wo geht's lang? Hier durch.
Hier, die Tür. Aber hier sind Vorräte. Ach so, oh ja, dann nehmen wir die natürlich erstmal mit. Oh ja, oh! Nee, nicht, dass du hier gleich, ne? Einen Orgasmus kriegst. Oh, hier, Clip! Nein. Nee, die Sachen kriegst du, glaube ich, auch mit. Also, weil ist ja gerade eine Schrotflinte? Was gelb und orange bei dir und so Leuche, kriegst du, glaube ich, auch alles mit. Mhm. Also eine Schrotflinte wäre ja geil. Das wäre ja für mich das absolute Nonplusultra. Da hätte ich mich endlich mal eine Waffe, mit der ich umgehen könnte. Wenn wir da mal endlich eine Crafting-Bank finden würden, das wäre ja auch schön. Jo. So, ab nach oben. Fortschritt wird gespeichert. Irgendwas passiert hier wieder. Da! Oh, Headshot? Achso, das ist Ellie. Da bist du ja. Wo sind die anderen? Da hier ist die Bank auf. Weg raus aus diesem Frack. Santos, sagen Sie ihm, was wir gefunden haben. Natürlich. Wir haben ein kleines Wartungsschuttel gefunden. Ein Skip. Es ist nicht sehr schnell und kommt auch nicht sehr weit. Aber es wird Sie zu den äußeren Schiffen bringen. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Und jetzt holen wir uns das Shuttle, damit wir endlich heimkommen. Robert, wir werden nicht heimkehren. Hey, hey, wir holen das Shuttle, dann entscheiden wir, was wir tun. Ich sehe mir dieses Skip an. Alter, ich bin ja schon so richtig knallharter Typ, ne? Säufer, 3 Tage Bart und knallhart. Reimt sich sogar. Aber? Was? Benutze Ortungssender? Was? Verstehe ich gerade auch nicht. Warte mal, ist das hier wieder die Nun-Taste? Keine Ahnung, aber ich würde sagen, wir gehen mal eben zur Bank. Ist egal, jetzt ist während der Aufnahme, ist es halt eben doof dann. Aber ich will gucken, ob wir tatsächlich eine neue Waffe bekommen haben. Plasmakern haben wir. Platine haben wir. Platine. Neue Waffe herstellen. Kann ich denn eine neue Waffe einfach ausrüsten? Ach cool, jetzt haben wir aber schon hier für Munitionsclip könnten wir uns machen. Mit allen Waffen und Tools kompatible Munition. Maximal Stapelung im Inventar 20 Clips. Munitionsclip. Medipack. Medipack Mittel. Das mache ich erstmal noch nicht. Das mache ich noch nicht. Ach man, ich dachte, wir hätten jetzt was Neues bekommen. Ey, so Schrot wäre für mich echt geil gewesen. So, ich habe mal was upgegradet. Und zwar habe ich so Chips reingebaut. Ja, ich mache jetzt, ich mache mir mal den Plasmakern drauf. So. Dann. Ach so. Tempo, die wird dadurch natürlich langsamer, ne, wenn ich das da drauf mache. Schwere Standard dran. Das habe ich also so ganz verstehe ich aber auch noch nicht, du. Upgrade-Platine. Da haben wir Feuerrate plus 1 Feuerrate. Ja, das sollten wir auf jeden Fall so mit drauf machen. Da hast du schon recht. Können wir eventuell auch schon eine. Mit den Tassen, das macht einen ja schon ein bisschen
narrisch, ne? Geil, ich könnte mir jetzt ein kompaktes, gerichtetes Erektionsfeld herstellen. Ja, das macht aber Tempo wieder zurück. Da erhöht es wieder Tempo. Ich komme mit den scheiß Tasten hier nicht klar. Das verwirrt mich. Deine Olle, ne? Was? Die hat ein grünes, deine Olle, die hat ein grünes und blaues Auge. Da wird sich dein Erektionsfeld da, was du vorhin meintest, ja lohnen. Ach, geil. Ich kann tatsächlich eine neue Waffe herstellen. Eine komplett neue? Ja. Okay. Jetzt habe ich den ganzen Scheiß in die andere Waffe. Jetzt weiß ich, wie das geht mit Waffe herstellen. Jetzt habe ich den ganzen Scheiß in die andere Waffe eingebaut. Ach, guck mal, du kannst auch Munition zum Beispiel in seine Einzelteile zerlegen, glaube ich, und damit Teile. Ja, ich sag ja, das Crafting-System ist hier so ähnlich wie beim Mass Effect 2, glaube ich. So, hier meine neue Knarre. Oh! Was geil! Zeig mal her. Wisse. Boah, eine Armbrust, wie geil ist das denn? Ey, das ist echt mega. Hätte ich auch gern. Ja, und das ist jetzt meine, ne? Ja gut, die habe ich auch. Ich benutze erstmal die. So, jetzt haben wir wieder so viel Zeit mit Craft verschwendet. Oh Mann, ey, jetzt würde ich ja gerne weitermachen, ne? Ich würde die eine Waffe wieder auseinander montieren und dann die hier zusammenbauen. Ich finde die geiler. Ach, das kriegen wir schon hin. Los, komm. Wir müssen weiter. Dadurch, dass wir jetzt wieder gecraftet haben, machen wir jetzt noch ein bisschen. Wo müssen wir denn lang? Hier. Anzugstation? Was? Wo hast du die denn gefunden? Keine Ahnung. Upgraded. Da kann man ja auch nochmal was craften. Und craften. Anzug. Der Eberanzug wurde freigeschaltet. Ach, Wechsel. Geil. Achso, da komme ich jetzt nicht dran, weil du da bist. Ja komm, dann machen wir das jetzt noch und dann machen wir danach Schluss und dann können wir uns wenigstens noch die Anzüge angucken. Wieder das jetzt mal rein. Ja, dann muss ich mir das nicht an. Oh, was? Schneide ich dich ja gerade auseinander oder was? Achso, du siehst das jetzt ja gar nicht. Boah. Ja, die sieht ja kacke aus. Ich glaube, ich nehme wieder meinen alten. Boah, Alter, der Helm ist aber geil. Was ist das für ein Anzug, den du da hast? Das ist der Eva-Anzug. Ach, das ist meiner? Keine Ahnung. Das ist der, den ich auch anhabe. Nee, der sieht anders aus. Warte. Jetzt, der Kopf sieht anders aus. Ja, jetzt kommen natürlich meine ganzen Anzüge, die ich hier habe. Ich will aber erstmal den N7-Anzug. Denn wer kennt N7? Wer weiß, was N7 bedeutet? Das werde ich erstmal nicht verraten, bis wir zum nächsten. Also den nehme ich, ziehe ich jetzt an. Jetzt pass auf, was ich gerade meinte wegen Schneiden. Ach doch, genau das hast du ja auch gerade gesehen. Ja, doch.
da wären wir drin zersägt. Wahrscheinlich sind das... General, Commander Shepard. Ja, sieht geil aus. Der sieht echt nice aus. Aber der ist falsch. Der ist falsch. Aber ich wechsle mal kurz den Anzug, weil die sieht kacke aus. Guck mal, vielleicht kann sie auch auf den N7 jetzt zugreifen. Ich weiß nicht, ob der den für dich auch freischaltet. Nee, leider nicht. Hast du überhaupt so viele Anzüge? Nee, ich habe nur 2. Oh, Alter, ich habe 7 Stück. Nice, woher eigentlich? Ja, ich glaube teilweise von Dragon Age und sowas. Ach so. Das ist halt eben, du kriegst von EA, wenn du über Origin Spiele kaufst, dann kriegst du immer irgendwelche Besonderheiten für andere Sachen noch. Darum eigentlich habe ich mich auf diesen N7 Anzug gefreut. Und wer mir jetzt schreiben kann, aus welchem Spiel das ist, der bekommt von mir ein Küsschen. Links und rechts. Hast du doch gerade gesagt. Nein, 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 sei ruhig. Psst. Das habe ich nicht. Das war Gedankenübertragung. Telekinese. Und damit beenden wir die Folge nicht, dass er sich noch verplappert. Tschüss, Freunde der Sonne. Bis zum nächsten. Bis zum nächsten Mal. Genau.